Moin, moin, meine kleinen Kuderbrölis. Wir sind's wieder, frisch von der Ostsee. Vom Norden drauf. Und dann erstmal eine frische Runde Minecraft dabei. Haben wir die kleinen Landratten. Den. Bockfisch Nummer. Ach so, Richard von Gelia, hallo hier. Abonniert dich auf YouTube. Und. Die sind sie. Die noch eine größere Landratte ist als Geli, weil sie noch weiter weg von mir sind. Also, da ist ein Enchantment Table. Da ist ein Feld. Da hat Lemon einen pinken Baum gepflanzt. Ja, ich fand ihn schön. Der ist hübsch, ja. Dann. Da hat sich Lemon mal Dirt geklaut. Da hab ich mir mal Dirt geklaut. Der Dumm. Ja, da würde ich nicht reingehen in die Smeltery. Nein, kriegen wir dich nicht mehr raus. Genau. Das ist ein Haus. Naja, fast. Das ist der Anfang eines Hauses. Da kann man unten reingehen. Wow. Und hier sind jede Menge komische Maschinen. Und das hier, wenn ihr hier reinschaut, das ist ein ME-System. Aha, das macht. Oh, ein ME-System. Was macht das? ME? Das lagert Items. Stell mal mit deinem Stuff of Traveling hier rauf, peil in Richtung meines Hauses und wenn dieser komische Block rot ist, mach einfach Rechtsklick. Nee, das stimmt nicht. Wie? Könntest du kurz hinten im Glas? Stell dich mit deinem Stuff of Traveling auf dieses Ding. Ja. Halt ihn in der Hand und schau mal in Richtung meines Hauses. Du wirst da einen komischen Block sehen. Und wenn der rot ist, machst du Rechtsklick. Ich sehe keinen Block. Der ist in die Richtung. Wieso siehst du den nicht? Also ich sehe den roten Block. Ja genau, und in die Richtung musstest du euch... Ach so, warte, ich glaube, weil ich den gerade eben neu gesetzt habe, siehst du ihn gerade nicht. Ach so, den kann ich dann. Ach, okay, gut, dann sehe ich den nicht mehr, wenn ich. Ah, okay. Ah, jetzt sehe ich ihn. Ui. Ja, klicke ihn rechts. Also, du, wenn das Ding rot ist, dann einfach nur rechts klicken. Ja, das klappt. Ganz. Ich tippe mich dann einfach ganz normal. Nein, einfach nur rechtsklick. Ach, nur rechtsklick. Ah. Ah, hallo. Das ist doch praktisch. Das ist ganz geil. Portal to the Deep Dark, wie viel kosten das? Triple und Quadruple? 6000 Cobbles da nur? Also 8000. Oh, fuck. Ich muss ja erstmal mein Division-Siegel aktivieren. Lemon, gibt es irgendeine Möglichkeit, wie wir eine Kuh transportieren können? ja, Golden Lasso. Hast du so ein Ding? Ja, zwei Stück, glaube ich. Oder drei. Oh, das ist toll. Haben wir auch irgendwas mit Silk Touch? Silk Touch. Ja, nee, weil es gibt nämlich Chaos Dirt und der ist ziemlich OP. Da spawnen sehr krasse Monster drauf. Sneak and Ride Ding und Enchantment Table. Alter, does not have a redstone circle, can see the moon, has not a rod. Ich glaube. Warte, was? Ja, wo steht denn hier das mit der Kuh? Oder? Es kommt, glaube ich, als nächstes. Wenn du das gemacht hast, dann musst du eine Kuh opfern. Ich weiß. Aber Alter, aber da.
Nee. Da steht nichts von einer Kuh. Ja, noch nicht. Erst muss hier mal das Ritual-Dings fertig sein und dann musst du eine Kuh opfern. Aber ich würde sagen, dass wir das in der nächsten Folge machen. Ja, schon, aber kannst du schon mal eine Kuh einfangen, bis wir das machen? Altar to Red Circle, place on Earth, can see the moon. Altar must not be lit by outside sources. Was heißt das denn? Das war komisch. Weiter geht's mit dieser Folge. Weißt du? Okay, cool. Also, wir haben uns jetzt heute feierlich verabredet, um erstmal dem Mond beim Untergehen zuzuschauen. Hi, du bist noch da. Lemon. Guck mal. Wir haben leicht uns in der Zeit verkalkuliert. Ach, shit. Hätten Mitternacht gebraucht. Es ist fucking heiß draußen. Ja, es ist Sonne. Ich habe einen verkackten Sonnenbrand und du hast ein Winterskin? Ja, ich vermisse den Winter. Winter ist voll mein Ding. Ich mag ihn. Alter, ich glaube es war. Ah ja, ja, fuck. Ich wollte dich noch fragen, ob es für dich in Ordnung ist, wenn du das Deep Dark Portal quasi in mein Haus stellen. Halt, auf der einen Seite ist ja der Travel Anchor. Und auf der anderen Seite, symmetrisch dazu, hätte ich dann das Deep Dark Portal hingestellt. Ein Haus? Nee, ich würde dafür ein eigenes Haus bauen. Aber ich habe sonst keinen parallelen Block, den ich da unten hinstellen kann. Mach noch einen Travel Anchor. Kannst du von den einen zum anderen rein? Das ist aber sinnlos. Engineers. Oh nein, ich wette, es scheitert einfach wieder genau am gleichen. Kakteen? Nein! Es scheitert tatsächlich wieder dran, dass ich kein Grün habe. Ah! Oh, ich hab. Yo! Als ob das so gut funktioniert. Ich stopp mal kurz den Server. Ich hab einfach auf Anhieb nach 3 Minuten Suchen die Config-Datei gefunden, wo ich die Erze und Maschinen von Engineers Toolbox einschalten kann, ja? Oh. Leute, es kann weitergehen! Ich guck gerade den Stream. Hey, also ich bin wieder drauf. Mann, ich will mein Kommi-Prank sehen. Ich will die Reaction dazu. Lemon, es wäre Mitternacht. Jetzt beeil dich. Ich brauch deine Jetzt ist Orb, aber mach doch wenigstens den Ton aus. Jetzt beeil dich. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Jo, ich komme. Also, ich bin am Zaubertisch. Fuck, wo stand der? Bin ich überhaupt? Ich seh nichts. Okay. Wo bist du, Gedi? Am Zaubertisch. Haben wir doch da hinten. Ja, ich bin schon da. Komm einfach zu mir. So, wie müssen wir das jetzt machen? Ach, warte mal. Sneak right click. Time is right. Mach eine Kuh drauf! Da, töte sie! Ach Gott, mit dem Schwert? Hä? Was ist los? Jetzt machst du nochmal Rechtsklick drauf, glaube ich. Leute? Nein! Wir haben die Zeit verpasst! Wie, ist es nicht mehr Mitternacht? Ja! Oh, never lucky. Boah, serious jetzt? RIP-Server! Ich glaube, es wird... Nein, es hat funktioniert! Also wenn du so irgendwie... Lemon! Was? Ich kann meine Maschinen bauen! Was war das für ein Geräusch? Das war ich, wie ich ein Stück Bambus runtergeschlagen habe. Okay. Das ist mein Universalgeräusch. Habe ich meinen Hammer? Ich hätte sogar meinen Hammer dabei. Klingt wie aus einer richtigen Scheißwerbung. Na, Kinder? Aber das ist keine Kinderwerbung, das ist so viel Erwachsene, sowas, was man so immer in so einer Schublade haben muss. Kennt ihr auch das Problem, wenn ihr etwas Cooles machen wollt, aber wisst nicht, wie ihr das unterstützen könnt mit einem Geräusch? Kennen Sie dieses Gefühl, wenn Sie nach irgendwas suchen, um Ihren Aussagungen den Unterstrich zu geben, dann haben wir jetzt für Sie das Universalgeräusch. Kaufen Sie heute noch ein...
und bekommen sie noch gratis ein anderes dazu. Ich glaube, ich kenne Menschen, die das kaufen würden. Kaufen sie es jetzt und stehen sie nie wieder und sprachlos da. Ich werde nie wieder sprachlos dastehen, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Bewerbungsgespräch bin und ich nicht weiß, was ich sagen soll. Ich aber das ist nicht. Nehmen die mich dann? Ich glaube, das macht die Sache zumindest lustig. Wow. Ich klebe am Stuhl. At least you tried. Ist nämlich nicht sehr gut. Ich stelle mir das Ganze vor, wie ich wie immer da sitze und so mein. Ich mache meine Ärmel immer kaputt, weil ich mit meinen Fingernägeln immer in die Ärmel von meinen Shirts reinkralle, wenn ich Angst habe. Dann sitze ich immer so da. Vor allem im Bewerbungsgespräch musst du doch nicht Angst haben. Ich meine, ich hatte zwar noch keins, aber. Oh doch, ich hatte bei meinem ersten richtig Schiss. Also wirklich, das war so awkward. Ich habe halt so versucht, so noch so professionell rüberzukommen. Ich kann mir so richtig vorstellen. Also so zurück zu diesem Thema. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie Simone so da steht und dann so. Hallo! Einfach nur so. Hallo, sind Sie die Bewerberin? Ja, ich würde Sie gleich zum Chef bringen. Wie ist denn Ihr Name? Und dann weißt du noch diese Pose, die ich auf dem Bild gemacht habe, sind Sie? Und dann so richtig awkward. Pose? Na, wo ich sie mit dem Finger zeige. Au! Ich blende das hier mal ein und dann gucke ich einfach nur so richtig. So. Halt. Hilfe! Unsicher und dann einfach nur so, Das Universalgeräusch. Falls ich mich jemals für ein Praktikum bewerben müsste in den Sommerferien. Mach's, es ist voll toll. Ich wollte mich eigentlich an unserem Aquaristik-Shop bewerben. Ist das denn ein Aquaristik-Shop? Ach, nein. Da kann man ja auch bestimmt Aquarien kaufen, oder? Ja, Fische und alles mögliche Aquarienzubehör und auch Aquarien. Weil die sind echt toll und da arbeiten halt so drei junge Menschen. Frauen. Drei junge Frauen, die voll nett sind, mit denen du voll gut reden kannst. Sind das Menschen? Sind Frauen noch Menschen? Sind Frauen Menschen? Nein, ich habe einfach nur gefragt, also bei drei habe ich gesagt Menschen und du hast nichts gesagt. Da weiß ich, da kann man nicht davon ausgehen, dass das Menschen sind. Simone, hättest du mal das Universalgeräusch benutzt, dann wäre jetzt nicht so eine Stille. Da arbeiten drei. Lemon, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich die Folge dann und das Universalgeräusch oder Deep Dark nennen soll. Apropos Deep Dark, wird es gerade dunkel allmählich? Oh, es ist gerade Helltag. Ja, ich meine, ob ich mich schon auf den Heimweg vorbereiten soll. Helltag, 12 Uhr, ist es gerade ungefähr. 12 Uhr. Ich bin aus dieser verdammten Höhle raus. Wie wär's mit nach oben graben? Nach oben buddeln, ja. Das könnte ich auch tun, aber dann weiß ich nicht mehr, wie ich ankomme. Wie wär's mit dort? Ach Gott. Also ich habe rausgefunden, für Trophycraft braucht man tatsächlich kein Portal, man braucht irgendwie nur eine Liege und so einen Stuhl. Und da stellt man sich dann rein. Ja, so oh, ich will wow. Das Trophycraft-Zeug unbedingt. Das war effektiv, ich bin einfach an Fallschaden gestorben, weil ich vergessen habe, war ich zu lang. Warte, das musst du mir jetzt erklären. Ich habe gerade eben in den Configs, ja, habe ich gerade eben, vor 3 Sekunden oder für 15 Minuten, ne, trifft's eher, Limestone eingeschalten, um meine Enderquelle, die ganze Zeit im bereits vorgenerierten Gelände steht, hat auf einmal Limestone gefunden. Erklär mir das, Simsi. Mach es einfach. Immer noch besser als 100. Ah, dieses Geräusch. Uah! Also ich erschrecke mich jedes Mal, wenn jemand sich in mein Haus portet. Oh, don't mind me. Ich pack da bloß mal einen Stab rein. Witzig ist, ich warte nie, bis der Stab fertig ist. Oh, jo, Alter, Naruto! Was? Warte, den Bogen will ich auch mal sehen. Ah, ich bin da. Oh,
Wow, echt jetzt? Ich bin am Portal und sterbe an Fallschaden. Come on. Doch, es ist aktiv, aktiv. Lemon, schnell, schnell, aktiv. Ich hab den Hoodie unter meinem Kopf nicht gepickt. Lemon, schnell! Komme! Vorne, Kuh! Weg hier! Lemon, schnell schlafen! Die Erde muss weg! Simsi, gehst du kurz schnell schlafen, bitte? Wo denn bitte? In irgendeinem Bett. In deinem Bett? Was hab ich? Ach ja, was? Wow! Also, die gute Nachricht ist, wir haben ein Division-Siegel. Und die andere gute Nachricht ist... What the fuck?! Ja. I got this. Ah! Ich kriege von irgendwas Schaden. Ja, weil der hinter dir steht vielleicht. Ja, aber hier ist bei mir nichts. YOLO! Quadruppe. Und dead. Oh shit. Ich hab's. Woo! Darf ich's in mein Haus stellen? Ach so, ist mir doch egal. Dein Haus. Tschüss! Ich hab glaube ich keine fucking Partei! Nochmal. Ja, es hat geklappt, jetzt könnt ihr. Oh! Ich bin im Wasser gelandet. Ich bin auch. Hochschwimmen. Was ist das hier? Ich bin auch in einem Brunnen. Aber das ist bei dir. Ich bin. Das ist das Portal. Und das ist nur Wasser. Wie ist das hier eine Bamboo-Chest, die leer ist? Lol, da nehme ich mir einen mit. Ja, wow! Ah, das ist ein Monster! Scheiße! Ich dachte, das sind Steine, die man sich abbauen kann! Lol, die kannst du einfach nicht mal die Blockenpfeile. Können ich schwimmen? Und ich mach denen keinen Schaden! Bring mir das Wasser! Die können schwimmen! Und das ist verdammt still! Ich habe ein bisschen am Haus weitergebaut. Ich habe sogar fast mehr geschafft, als ich eigentlich wollte. Und ich war in Deep Dark. Und ich habe das Deep Dark Portal in meinem Haus. Was mit das Coolste ist. Gut. Aber da würde ich sagen, belassen wir es bei. Bis zum nächsten Mal. Noch Wiedersehen.